Wir sind ein Handballverein aus Winterthur, genauer aus dem Stadtkreis Seeen. Und was wir etwas anders machen als andere Handballvereine ist, wir legen sehr viel Wert auf den Breitensport. Wir sind davon überzeugt, dass der Handball nicht nur vom Spitzensport lebt, sondern auch vom Breitensport. Und dass es auch darum geht, dass man Leute aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten in unseren Sport integriert. Und durch das rufen wir ein besonderes Projekt ins Leben. Das Projekt Mittagssport ist für Jugendliche und Kinder mit allen sozialen und kulturellen Hintergründen. Über Mittag bieten wir ihnen viermal pro Woche gratis ein polysportives Training und ein gesundes Mittagessen an. Dadurch helfen wir ihnen bei der Gestaltung der Tagesstruktur und bieten eine Abwechslung im sehr kopflastigen Schulalltag. Und ganz nebenbei wird die soziale Durchmischung und der Zusammenhalt gefördert. Es gibt ausgewogene Ernährung. Man kann sich zwischen den Schulzeiten auspowern. Es macht mega Spass. Ich bin der Dino Bayram. Ich bin Handballtrainer beim Seen Tigers. Ich komme aus Slowenien. Und ich meine, dass Handball als Sportart ist sehr wichtig für Kinder, vor allem. Weil so lernst du Empathie, so lernst du sich Multikulti zu verstehen. Und ja, auch Sport treiben, weil ohne Sport geht es nicht in der Zeit. Und ja, ich finde Handball toll und ich finde es sehr wichtig, dass wir bringen Handball in die Nähe von Kindern und dass die Kinder kriegen erste Kontakt mit Handball. Ich glaube, dass wir durch das ganz neue Leute erreichen können und ganz einen grossen Beitrag leisten zu einer guten und nachhaltigen Gesellschaft, die sich zukünftig besser wird mischen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Handball und wir als Seen Tigers sehr, sehr viel dazu beitragen. Also das Handball über den Mittag tut sehr gut, weil man kann sich auch mal ein bisschen austoben und ein bisschen runterfahren vom Stress bei der Schule. Und das finde ich halt auch sehr gut, weil es lohnt sich halt auch, man schwitzt auch und hat nachher wieder Power.